Und herzliches Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Runde God Game Empire. Wir sind hier mal wieder bei unserer Burg Bergfried, Nickfried, wie auch immer. Wir haben in der letzten Folge viel geschafft. Ich habe ein Stadtwappen entworfen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Aber ich fand das ja von Anfang schon mal ganz okay. Ja, und ansonsten würde ich sagen, mache ich einfach das weiter, was wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und zwar, das war falsch. Und zwar mit dem einfachen Erfüllen der Quests. Und ich würde sagen, oder ich sage einfach mal, Wohnhäuser bauen wir hier nicht. Ich weiß nicht, Wege brauchen wir, brauche ich scheinbar nicht, ne? Wie ist das? Das weiß ich nämlich nicht. So, Hausbau ist unterwegs. 4, 3, 2, 1. Aufgepasst, die höhere Bevölkerung ist, desto niedriger ist die öffentliche Ordnung in der Burg. Ihr müsst sie nun mit Dekorationen wieder erhöhen. Geht klar. Vielleicht kann ich das ja jetzt schon mal machen. Und zwar mache ich hier so einen Wegweiser hin. Vielleicht hier hin. So, dass wir einen schönen Wegweiser haben. Und dann gucken wir mal, wie unsere Burg bisher aussieht. Und die sieht doch auch ganz okay aus, muss ich sagen. Nochmal so einen zweiten, einen Streitkolbenträger. Ach so, das war das, was Streitkolbenträger, pipapo, das habe ich doch jetzt. Achso, nee, wirklich nicht. Was ich hier irgendwo gesehen habe. Ah, Steuern antreiben, das mache ich erstmal wieder. Zwei, was ist das hier? Ertrag, achso, was der Ertrag bringt. Und wie lange das dauert. Ach so. Ja, wie lange geht eine Folge? Eine Folge geht ungefähr 10 Minuten. Wir haben noch, das hier und treiben die Steuern ein. Wollte es eine von Steuern wirklich, achso, nee. Nee, wollen wir nicht abbrechen. Wollen wir nicht abbrechen. So, und jetzt gucke ich nochmal. Das waren nur die Steuern. Lager, Kaserne. Feldlager, genau. Ausrüstung. Kümmern wir uns mal um unsere Felderausrüstung. Ach du heiliges grünes Ei. Wir haben hier Felder, Name. Eingeben, machen wir noch nicht. Erster Feldherr, zweiter Feldherr, dritter Feldherr. Burgvogt, Feldherr. Schlachten geschlagen, 000, genau. Rüstung, Waffe. Okay, erster Feldherr. Feldherrn benennen. Den nennen wir mal. Den nennen wir mal. Nee, Pole nennen wir den nicht. Wir nennen den. Wischi. So. Zack. Wie komme ich darauf? Ich weiß es nicht. Was mache ich? Schmiede. Was ist immer das? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Hier könnt ihr aus euren erbauten Gegenständen neue schmieden. Drei Gegenstände der gleichen Qualität ergeben einen neuen Gegenstand derselben Stufe. Aus sechs Gegenständen der gleichen Qualität könnt ihr sogar einen Gegenstand der nächsthöheren Wertigkeit schmieden. Beachtet, dass einzigartige Ausrüstungsgegenstände nicht in der Schmiede eingesetzt werden können. Alles klar. Seltene Waffe des Frontkämpfers. Feldherrwaffe selten. Erhöht die Kampfkraft. Okay, automatisch auffüllen. Mindestens drei Ausrüstungs. Okay, haben wir nicht. Habe ich mir gedacht. So, Feldherr, Ausrüstung, genau, zack. Schmiede können wir nicht. Was mache ich denn jetzt? Nickfried, was kann ich jetzt machen? Ich könnte den zweiten, also der erste ist schon mal der Wischi. Aber wie das jetzt hier läuft, was ich jetzt hier machen muss, weiß ich nicht, ich kann da schon mal keinen rekrutieren. Wesig nicht, rekrutieren, das ist ja eigentlich auch hier der Fall. Nazareth verfügbar. Trotzburg. Okay. Weiß ich nicht. Folgen wir erstmal dem Quest, genau, so heißt das. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich das hier vergrößern? Oder. Nee, wir wollen das so. Ich will das hier in die Richtung vergrößern. Zack. Das sieht doch schon mal schnuggelig aus. So, das war wahrscheinlich aber auch nicht meine Aufgabe. Besitzt Dekoration. Ja, ich habe doch Dekoration. Was willst du denn jetzt? Habe ich doch. Mache ich doch jetzt nicht nochmal. Belagerungswerkzeuge. Baut Belagerungswerkzeuge Stufe 1. Geht klar. Wo mache ich das? Hier. Belagerungswerkstatt. Hier werden Belagerungswerkzeuge produziert. Geht klar. Was
So, wo bauen wir das hin? Bauen wir hier hin? Jo. 16 Sekunden, wenn wir mal gucken hier oben. Schatz, bald könnt ihr euch neue Belohnungen aufholen. Das geht auf jeden Fall noch nicht. Okay. Mal gucken, noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Nun könnt ihr Belagerungswerkzeuge bauen. Dieses erhöhen die Chancen eurer Soldaten bei einem Angriff. Ey, eure Chancen bei einem Angriff erheblich. Gut. Lasst nun Belagerungswaffen bauen. Öffnet das Militärmenü und klickt auf Werkzeuge produzieren. Militär. Werkzeuge produzieren. Sturmleiter kann man immer gebrauchen. Machen wir die Sturmleiter. Wie viel bauen wir? Ach ne, eine können wir nur. Die Produktion wird einige Zeit dauern. Später könnt ihr Sturmleiter bei einem Angriff einsetzen. Alles klar. Danke vielmals. Gut. Kann ich schießen. Feinde zurückschlagen. Herr, eine Raubritterburg in der Nähe bedroht unsere Ländereien. Ihr seid nun vorbereitet und solltet sie angreifen. Okay. Dann gehe ich hier auf die Weltkarte, wenn ich das richtig sehe. Hohen Nickfried. Ein Sieg. Das hier Raubritterburg wählt sie zum Angriff aus. Okay, Raubritterburg. Angriff. Raubritterburg. Herkunft, Hohen Nickfried. Ziel Raubritterburg. Okay. Klickt auf automatisch auswählen und überlasst mir alles weitere. Alles klar, automatisch auswählen. Und angreifen. Reiseplanung, Ankunft, 27.12.2015. Oh nein, jetzt wisst ihr, wann ich aufnehme, 21.14. Das ist jetzt fatal. Na, also so, jetzt seht ihr mal, wie weit ich im Voraus produziere. Frech, ihr habt die Raubritter besiegt. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, wo ich alles automatisch gemacht habe. Oh, ich habe Nachrichten, 2 Stück. Vor 6 Sekunden, was machen wir hier? Willkommen. Also. Angriff, Sieg. Derzeit nicht verfügbar und derzeit nicht verfügbar. Angriff, Sieg. Oh, Schlacht an Raubritterburg. Angreifer, Nickfried. Okay, Verteidiger. Raubritter. Beute, nicht schlecht. Habe ich ein bisschen Beute gemacht. Heuert einen Plündermeister an, um mehr Beute und Ruhmpunkte zu bekommen. Ihr habt die schädlichen Truppen eures Feindes mit eiserner Faust zerschmettert. Eure siegreichen Krieger jubeln, auch wenn der Ruhm dieses Sieges selbstverständlich ganz allein euch gehört. Ich danke vielmals. Gut, kann ich das löschen? Nein, kann ich nicht, war ja klar. Gut, jetzt kann ich auch mal gucken, was ich hier unten habe. Okay, kann ich nicht. Gehe erstmal zurück zur Burg. Und dann habe ich auch schon wieder 3 Helden haben sich vor eurer Burg eingefunden und wollen eure Armee in die Schlacht wählen. Wählt aus, wer für euch kämpfen soll. Ich bin für ihn hier, er sieht cool aus. Auswählen. Zeiterhelden. Edler Herr, lasst mich euch meine Dienste anbieten. Einen Krieg gewinnt man nicht mit Muskelkraft alleine, sondern mit Strategie und Weitsicht. Ich werde euch zeigen, wie ihr eure Truppen zum Sieg führt. Alles klar. Machen wir Meister. Gut, jetzt gucken wir, was ich hier unten noch machen kann. Karte der Königreiche. Weltkarte. Ausrüstungen. Habe ich das schon? Ah, jetzt kann ich das. Jo, Meister, schreibt noch klar, jetzt heißt er aber anders, als ich ihn genannt habe. Nee, das ist jetzt Wischi. Ich glaube, ich bin. Das ist Wischi. Wischi, das bist du, falls du das siehst. Strategie, schreibt noch kleiner, dann kann ich gar nicht mehr lesen. Feldherr, Held einzigartig. Erhöht Reisegeschwindigkeit in Armee bei Angriffen auf NPC-Ziele um 25%. Fällt auch in der wildesten Schlacht, stets im Glück. 1/5 Rüstung des wahren Helden, Tapferkeit, bla bla bla. Erhöht die Chance besser aus. Alles klar, gut. Kann ich jetzt noch was machen? Nee, achso. Ups. Helm. Ich darf schon irgendwas machen. Helm. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Alles klar. Gut, Ausrüstung. Bauen. Genau, bauen. Dann kommt das Baumenü, ne? Wo wusste ich? Militär, Wirtschaft. Was ist denn Wirtschaft? Übersicht. Forschung verfügbar. Verwaltung. Okay. Markte des Königs, Reiseübersicht verfügbar. Level 6, alles klar. Markte des Königs. Oh, das ist mir noch zu hoch. Was könnte ich noch machen, um mal nicht nur ein Dingens zu machen, ein Quest? Genau, ich kann hier meinen Schatz abholen. Zack, gemacht und dann gucken wir nochmal. Quest, genau. Oh Gott, jetzt haben wir hier so viele schon. Heldenmut und Schlachtenglück. Wir brauchen Schutz. Zack. Baut Turm, Stufe 1. Das halte ich für eine gute Idee. Muss ich jetzt bauen? Erhöht die Anzahl der Soldaten, die auf der Burgmauer Platz finden.
Ölen wir mal 30 Sekunden und dann würde ich sagen, ist das auch schon wieder unsere Zeit oder ich würde es nicht nur sagen, der Konjunktiv ist hier auf jeden Fall deplatziert, denn ich sage es jetzt einfach, dass es für heute mal wieder beendet ist. Die 10 Minuten Aufnahmezeit sind auch schon wieder um. Meine Kehle ist trocken, mein Mund erkrächzt oder so. Ich werde jetzt erstmal was trinken und werde mich dann in neue Abenteuer stürzen, bei denen ihr dann auch hoffentlich wieder dabei seid. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, ach was, macht's besser in diesem Sinne. Tschüss, ciao.